Der Steinkreis, den haben wir jetzt. Ich weiß nicht, ob ich fürs Auge Innos. Ich weiß halt nicht, ob ich mit denen hätte kämpfen müssen. Oh, fuck. Das ist ein Walk, oder? Er hat schon wieder nicht angegriffen. Mann! Unverschämtheit. Griechischer Wein, du 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 du, komm, schenk mir ein. Also der Walk ist besiegbar, das ist schon mal klar. Aber er ist trotzdem nervig. Was? Gott sagen, wie geht das denn? Ja, ja. Ja, ja. Komm schon. Und weg. Weg. Perfekt. So, wir haben 10 Punkte. Ich will auf jeden Fall gucken, ob wir das Lesen von der dritten Kategorie dieser blöden Tafel lernen. Das kann nur praktisch sein. Okay, viele, viele Punkte fehlen noch. Nichts zu holen. Ja, ja. Ich weiß leider auch nicht, ob ich irgendwie wie heißt das? Ob ich ich weiß gar nicht mehr, was soll ich sagen? Ich weiß nicht mehr, wo mein Gedanke gerade hingewandert ist. Was liegt denn da? Gar nichts. Sieht nur so aus. Ne, da ist nichts. Wir gehen auf jeden Fall gleich nochmal ins Kloster. Und sprechen mit denen. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Mhm. Das sagst du. Ja, das war ja diese Stelle, wo irgendwie alles verbrannt ist. Wie ein Komet oder so, der heruntergekommen. Okay, wir gehen mal erstmal hier oben lang. Oh, shit. Oh, shit, Brigitte. Das war ein komisches Geräusch. Die Suchenden werden sich dort ausgetobt haben. Ja, tatsächlich glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, war der Ort schon so verbrannt,
bevor die Suchenden da waren. Also kann natürlich sein, dass sie das auch schon lore-technisch waren, aber sie waren noch nicht auf der Karte zu der Zeit. Moin Black Zero, hallöchen. Willkommen beim Retro-Wahnsinn. Wahnsinn trifft's vor allen Dingen. Hat aber nichts mit dem Retro zu tun, sondern nur mit mir. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen mal hier lang. Wir könnten wahrscheinlich auch nochmal ins Minental gehen, um ein paar Gegner zu töten. Level und so. Also das Übliche. Korrekt. Korrekt. Leider ja. Ach, scheiße, da war wieder zwei. Ich will nicht zwei. Vor allem bei meiner Lebensenergie. Kacke. Ich glaube tatsächlich, wir brauchen zwei Level für die Sprache zu lernen. Eines reicht da nicht. Alter, die verfolgen mich aber bis zum Ende der Tage. Ah! Der Skelett hat aufgegeben. Großbauern, Kloster, 4. Zoom! Ne. Milton hat nichts zu erzählen. Rufen die zur Messe? Verschwinde! Entschuldigung. Besessenheit heilen? Ich glaube, ich bin besessen. Kannst du mich heilen? Nicht ohne ein Zeichen deiner Ehrerbietung diesem Kloster gegenüber, mein Sohn. 300 Goldmünzen. Woran sehe ich, dass ich besessen bin? Apropos besessen. Ich könnte auch Regeneration lernen, ne? Mit 20 Punkten. Ist vielleicht sehr empfehlenswert. Wenn du nicht schlafen kannst. Das ist mir zu... Okay, dann gucken wir gleich mal, ob wir schlafen können. Ich habe das Auge Innos gefunden. Es ist zerbrochen. Aber das kann nicht sein. Was ist passiert? Es war bei einigen echt miesen Kerlen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort oben in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab. Innos, steh uns bei. Sie haben unseren Sonnenkreis entweiht. Selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie solch eine Macht besitzen. Okay, und jetzt? Was können wir tun? Der Feind ist sehr stark geworden. Jedoch hat er in diesem alten Artefakt eine mächtige Bedrohung gesehen. Wir müssen das Auge heilen und ihm seine alte Kraft zurückgeben. Doch die Zeit ist gegen uns. Ich vermag mir nicht auszumalen, was nun mit uns allen geschehen wird. Ohne den Schutz des Auges sind wir dem Feind hilflos ausgeliefert. Gehe zu Vatras, dem Wassermagier in der Stadt. Nur er weiß in unserer misslichen Lage, was zu tun ist. Bringe das Auge zu ihm. Beeile dich. Wieso ist so ein mächtiger Magier einfach in der Stadt und predigt den ganzen Tag? Hat der nichts Besseres dann zu tun? Was ist der Sonnenkreis? Die Rückseite eines Stuhls. Zu jedem Ort reisen alle Magier und Novizen des Klosters jedes Jahr zur Sonnenwende, um den Beginn eines neuen Zyklus einzuläuten. Der Ort ist erfüllt von der unermesslichen Kraft der Sonne.
Niemals hätte ich auch nur im Entferntesten geahnt, dass seine Macht hätte umgekehrt werden können. Und doch ist es geschehen. Gibt's was Neues? Zurzeit nicht. Entschuldigung. Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Geh weg, du kleiner Bauer. Hier sind 19,7 Grad bei mir und es ist kalt. Ich habe 22,9. Das Fenster ist auf Kipp und mir geht's gut. 19,7 ist auch arg kalt. Also das ist wirklich kalt. Kann ich einfach schlafen? Findet ihr das doof? Okay. Ich gehe davon aus, dass das heißt, ich kann nicht schlafen. Was suchst du hier? Geh, kluges Kerlchen. Ja, okay. Ich habe immer noch 4000, nachdem ich das gemacht habe. Warum leuchtet eigentlich da oben der Pommel von einem Schwert noch? Ich glaube, ich... Nicht ohne... Gut, hier hast du das Geld. Hier, trink das. Möge die Gnade Innos dich erlösen. Zwei Gegenstände erhalten? Zwei? Okay. Zwei zum Preis von einem ist okay. Das finde ich gut. Ich bin ein bisschen im Zwiespalt. Darf ich da überhaupt rein? Raus! Hau ja, bitte, bloß ab. Geht doch. Darf ich nicht. Dabei ist das wahrscheinlich der einzige Innos-Schrein, der noch nicht besessen ist. Kacke. Was erzählt denn sowas? Das will doch keiner wissen. Ich habe keinen. Das hätte doch besser wissen müssen. Ich habe keinen Teleport zu. Passen Korinnes. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Burg, Großbauern. Das will doch keiner wissen. Ich könnte zum. Als ob zum ich noch Probleme hätte. Städtchen. Das will doch keiner wissen. Unser Freund ist jetzt bei seinem Leuchtturm. Der rennt hier nicht mehr rum. Er erzählt alles weiter. Ist Dragomir in dieser Stadt? War das der Jäger? War das Dragomir oder war Dragomir wer anders? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das ist ja schrecklich. Das darfst du keinem erzählen. Wer sagt denn sowas? Dragomir, oh Dragomir. So Sagomir, wo bist du mir? Ne, der heißt nicht Dragomir. Er ist Bosbar. Lass ich lieber die Finger. Zeig mir deine Waffe. Von mir erfährt keiner was. Das hat er doch vorher gewusst. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Geschicklichkeitsbonus. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Er hat auf die falschen Leute gehört. Das war doch schon vorher klar. Ich habe da meine eigene Meinung. Matteo. Ist das wirklich wahr? Meine Meinung will ja keiner hören. Und an diesem Ort waren Ordnung und Chaos zugleich. Und ne. So ward das Barblord nicht viel zu sagen. Hier kann ich auch nichts tun. Und das Meer er kann mich das auf jeden Land Fall frei. Heilen. Hey! Kannst du mich heilen? Adanos. So. Ja. Ich habe da ein Problem mit dem Auge Innos. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Und erfordert dein Problem, dass ich die Stadt verlassen muss? Weiß nicht. Möglich. Ich warte schon seit Tagen auf meine Ablösung. Die anderen Wassermagier sollten schon längst wieder in Korinis sein.
Sorge dafür, dass wenigstens einer von ihnen mich in der Stadt ablöst. Dann kann ich dir sicher auch bei deinem Problem helfen. Okay. Wassermagier, ja. Das ist auch nicht Drage, das war der Kavalorn. Und Adanos gefiel, was entstanden war. Und er freute sich an allen Wesen gleichermaßen. Dragomir. Ich kann das nicht glauben. Und wer muss die Arbeit ja machen? Die verkaufen mir ja nichts mehr, weil doof. Das ist ja interessant. Ne? Weil doof. Was du nicht sagst. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Gut. Das bedeutet, wir gehen zu den Wassermagiern. Speichern vorher einmal. Willst du wissen, wo Dragomir ist? Ja, bitte. Akatosh, wo ist Dragomir? Ist er hier in der Stadt? Dann bleibe ich kurz stehen. Oder war das einer von den Waldbewohnern? Bei der Taverne? Okay. Das heißt, wenn wir wieder zum Großbauern gehen, könnten wir da mal vorbeischauen. Oder gleich. Der nächste Teleport müsste doch eigentlich beim Friedhof sein, wenn wir hier durchwandern. Wir brauchen die Erfahrung. Hoffentlich gibt er uns ein paar Pünktchen. Das Problem, die Armbrust ist kacke. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Low-Level-Mission ist und ich war einfach zu doof, vorher dahin zu kommen. Ach, nicht doch. Da rennt auch einer rum. Oh, ich will die besiegen können. Die geben Erfahrung. Und eigentlich möchte ich Regeneration haben. Ich habe die Hoffnung, dass mir das hilft. Oh. Ist einer von denen Dragomir? Nein, ist es nicht. Glück gehabt. Orlan? Ruka? Meinst du die Taverne in der Stadt? Weil hier ist er nicht. Draußen? War das der hier? Wo war der? Hier unten irgendwo, ne? Da im Lager war einer. Bitteschön. Hier, ich habe deine Armbrust gefunden. Hey, 150 ist nicht viel. Das ist tatsächlich meine. Sag nicht, du bist oben bei dem Steinkreis gewesen. Leider und ja. Ob. Ganz schön leichtsinnig. Wie auch immer, ich danke dir. Ich werde dir diese Tat natürlich belohnen. Ich hoffe, das ist genug. Ja. Besser als nichts, ne? Besser als nichts. Vielen Dank, Akatosh. Vielen, vielen Dank. Ich glaube auch, dass ich die schnaubende Kreatur jetzt besiegen könnte. Das Problem ist, glaube ich gerade, dadurch, dass die ganzen Schreine jetzt besessen sind, kann ich gar nicht Regeneration skillen.
Das Leben, das Lesen von diesen Stufe 3 Dingern ist aber, glaube ich, auch zu schwer. Kannst du mir... Sag mir... Der verkauft halt einfach nur Bullshit. Verwandlungen. Kannst du mir, wenn wir erstmal... Nope. Dafür bin ich zu schlecht. Du bringst mir das Lesen bei, aber ich brauche bestimmt mehr als 10. Lehre mich die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig In der Sprache der Priester sind vor allem heilige Schriften verfasst. Jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit. Ja, 15. Kacke. Nächstes Level wäre es dann. Hey, Farius. Du. Kannst du mir eine... Sicher. Drachensnapper. Feuerwaren, Schattenläufer, Walk. Aha. Nö. Nö, danke. Vergiss es. Wie du willst. Kostet nur Geld. Was nun? Worauf wartest du? Geh schon und mach uns den Weg frei. Du wolltest doch Einhand trainieren. Ja, auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite habe ich hier halt diese Stufe 3 Tafeln. Gut, magische Aura ist tatsächlich egal. Das ist ja Mana, das hilft mir nicht so viel. Aber Einhand zu trainieren ist halt echt ineffizient. Kostet echt viele Punkte für quasi keinen Outcome. Zumindest wenn das genauso steigt wie sonst. Und ich weiß nicht, ob da eine Verhältnismäßigkeit ist, dass ich jetzt Zweihand trainieren muss, damit Einhand günstiger wird. Ich habe keine Ahnung. Hey, du. Ich glaube, ich muss mit deren Chef reden. Regeneration wäre halt auch echt praktisch. Also Leben regenerieren wäre halt total praktisch. Aber ich kann an keinen von diesen Schreinen mehr gehen. Zumindest nicht, dass ich mir das vorstellen kann, um zu machen. Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Solange Vatras mir kein eindeutiges Zeichen übermittelt, das dir zu trauen ist, werde ich den Ring bei mir behalten. Ja, ich weiß. Aber wie kriege ich jetzt... Welchen Wassermagier? Hätte ich dem einen da irgendwas anderes sagen müssen? Schwierig, schwierig, schwierig. Der einzige, mit dem ich noch reden könnte, der dann was anderes sagen könnte, wäre der hier. Mit dem kann ich Smalltalk machen. Hey, du. Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Schon was Neues herausgefunden? Nicht wirklich. Komm später noch einmal zu mir. Solange kein anderer Wassermagier ihn vertritt. Aber welcher Wassermagier? Ich habe mit denen allen geredet. Die geben mir keine neuen Infos und keine neuen Sachen. Warte mal. Der fragt, der kann mir was beibringen. Der kann mir was verkaufen.
Der kann mir das, die Sprache beibringen. Der sagt, ich soll weitermachen. Womit denn? Hier brauche ich diesen komischen Gegenstand. Das macht keinen Sinn. Willst du die Lösung oder einen Tipp? Noch nicht. Noch nicht. Ich gehe jetzt erstmal hier aus dem Tempel raus. Und schau mal, habe ich noch einen anderen Wassermagier gehabt? Nicht, dass ich wüsste eigentlich. Komm schon, ein Tipp geht doch. Ach, nein, Moment. Moment, 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 Moment. Muss ich vielleicht... Nee. Das kann es aber nicht sein, oder? Das reicht ihm nicht als Erkennungszeichen. Hey. Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Solange Vatras mir kein eindeutiges Zeichen über... Nee. Hä? Die Wassermagier. Habe mich auch gewundert, warum du das noch nicht gemacht hast. Vielleicht übersehen. Noch nicht gemacht habe. Mit dem Wasserring mit ihm gesprochen. Muss ich mit dem Wasserring vielleicht mit allen sprechen? Was? Gesprochen? Nee, nee. Ja, Katosch, komm, hau raus. Was ist der Tipp? Ich weiß, dass ich bei Vatras sagen kann, dass ich dem Ring des Wassers beitreten will. Ja, richtig, aber das Problem, was mich da immer verwirrt hat, ist, ich bin Lee beigetreten und dachte, der Ring des Wassers ist nochmal so ein eigener Club. Ich dachte immer, dass das ein eigener Club ist. Offensichtlich nicht. Immer gut, wenn man nicht genug Mana dafür hat. Was für ein eigener Club denn? Naja, die Gruppierungen. Du hast ja Lee, du hast diese verschiedenen Gruppierungen. Und es ist für mich absolut unverständlich, warum es so undurchsichtig ist, welche von diesen Entscheidungen wirklich eine finale Konsequenz haben. Ob ich jetzt im Kloster beitrete oder Lee oder wem auch immer. Auch er betrat das Land und er erwähnt. Ich bin bereit, mich dem Ring des Wassers anzuschließen. Dann hast du Lord Hagen deine Nachricht gebracht? Ja. Gut. Du hast bewiesen, dass du unverzichtbar für uns bist. Du sollst zu unseren Kindern gehören und in unserem Namen in die Welt hinausgehen,
um Adanos Wille zu vollbringen. Dankeschön. Ich übergebe dir deinen Ring des Wassers. Möge er dir dienen, deine Verbündeten zu finden und mit ihnen gemeinsam das Gleichgewicht dieser Welt zu erhalten. Adanos möge dich schützen. Geh nun hin und triff dich mit deinen Brüdern. Sie werden dich in der Taverne zur Toten Harpie erwarten und dich in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Die Taverne wirst du kennen. Sie liegt auf dem Weg zu Onas Hof. Vergiss nicht, deinen Ring zu tragen, damit deine Brüder dich als einen der ihren erkennen. Jetzt bin ich ja noch ihre. Okay. So schnell wird man ihre. Ja, um da hinzukommen, muss ich auf jeden Fall in die andere Richtung. Dieser Ring gehört und mir. Ihm einen Bonus Teil auf Attribute, wenn gleichzeitig die Rüstung unten oder der Kampfstab des Rings getragen Belias wird. Einhalt gebiete. Was ist denn die Rüstung? Und Belia sprach zu einem weiteren Wesen. Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Okay, ich habe halt keine Rüstung des Wassers und keinen Stab des Wassers, aber also... Aber mit ihm fortgespült wurden Bäume und Tiere. Und Adanos überkam eine tiefe Frau. Naja, aber das ist das Add-on, und wie Zesöldern und wie Miliz ist doch das Hauptgame. Das ist halt etwas, wenn du das Spiel nicht ohne DLC kennst, ist das verwirrend. Mach erstmal das Ritual. Ja, da gehe ich ja jetzt hin. Da gehe ich jetzt hin, nicht? Zu meinen Freunden in die Taverne, zur Toten Harpie. Komischer Name. Warum will man, dass eine Taverne Tote Harpie heißt? Ich finde betrunkener Eber oder besoffenes Pferd viel besser. Irgendwas, was... Keine Ahnung. Auch den Sinn von Party und Alkohol. Tod ist ein schlechtes Ergebnis von einer Party. Also wenn du am Ende von einer Party tot bist, dann... hast du ein Stück zu viel gefeiert. Kriege ich jetzt auch einen Teleporter zu euch? Das wäre super. Guten Tag. Sonst irgendwas Interessantes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Bist du der? Ich hörte von einem Treffen des Rings in deiner Taverne. Das ist richtig. Das müsste eigentlich schon soweit sein. Ich frage mich, wo die Jungs bleiben. Das sind aber nicht die Toten dabei, oder? Das Treffen ist heute? Soweit ich mich erinnern kann, ja. Hoffentlich wird es nicht wieder so spät. Okay. Oh, und dann hat sich umgezogen. Laris? Kort? Der Kort, der trägt nur Kort. Garn? Gavalorn? Martin. Dieser Name ist etwas underwhelming im Gegensatz zu den anderen. Hier, Orlan, Kort, Laris, Garn. Martin. Wieso stellt ihr euch nicht im Kreis auf? Ja, und jetzt? So, mein junger Freund, wir sind hier zusammengekommen, um deine Aufnahme in den Ring des Wassers zu feiern. Die Jungs, die du hier sehen kannst, werden ab heute ein Auge auf dich haben. Es sind natürlich nicht alle, die dem Ring des Wassers angehören, also sei vorsichtig. Ob du Mist baust
oder ob du unserer Gemeinschaft einen Dienst erweist, wir werden es wissen. Ich überreiche dir nun die Rüstung unserer Gemeinschaft. Trage sie mit Stolz. Aber lass dich nicht dabei erwischen, dass du sie in der Stadt oder in anderen bewohnten Gebieten trägst. Bedenke, dass wir nicht entlarvt werden wollen. Darum darf niemand erfahren, wer zum Ring des Wassers gehört. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Das ist unsere oberste Regel. Also, halte dich daran. Wie im Fight Club. Wie im Fight Club. Wie sieht's mit Waffen aus? Die Waffe des Rings ist der Kampfstab, aber jeder kämpft mit der Waffe, die ihm am besten liegt. Hier hast du einen von unseren Stäben. Ich konnte nie viel damit anfangen, aber vielleicht kannst du damit umgehen. Nein, danke. Mit welcher Hilfe kann ich bei euch rechnen? Ich kann dir zeigen, wie man geschickter wird. Wenn du Hilfe im Umgang mit Nahkampfwaffen benötigst, wende dich an Cord. Er ist ein Meister der Klinge. Garn zeigt dir sicher gerne, wie man Tiere richtig ausnimmt. Von Martin kannst du viel über die Paladine erfahren. Cavalorn lehrt dich das Schleichen, Einhandkampf und das Schießen mit dem Bogen. Bei Orlan wirst du immer ein warmes Zimmer und ein Bett finden. Und was mit Magie zu tun hat, wirst du sicher bei Vatras erfahren können. Ich muss weiter. In Ordnung. Dann wollen wir dich nicht länger aufhalten. Geh nun umgehend zu Vatras und lass dir deinen ersten Auftrag geben. Brüder des Rings, lasst uns nun zurückkehren zu unseren Pflichten. Die Überfälle der Banditen haben immer noch nicht aufgehört. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Bedrohung eingedämmt wird. Adanos erhalte das Gleichgewicht dieser Welt. Okay. Das war schwierig. Bessere Schutzwirkung, wenn gleichzeitig der Kampfstab des Rings und oder der Aquamarin getragen wird. Ja, aber gegen meine Crawlerplatten kommt das Ding halt einfach nicht an, ne? Cord. Willkommen im Ring des Wassers, Bruder. Bruder. Du bist also der Neue, hm? Wir sehen uns. Ein neues Gesicht. Das bedeutet, ich kann hier mit keinem reden darüber. Alles klar. Speichern. Das Ungefühl der Gefahr im Nacken und der Karl labert und labert. Es ist nicht mal ungut. Ich glaube, es war 100% das genau das, was wir gedacht haben. Okay, und jetzt kann ich er ist weggegangen. Zur Hafenstadt, zum Kloster. Hey! Zeig mir das. Klar! Bitte was? What the fuck? Teleport zur Taverne? Okay, so. Hafenstadt? Ja. Oder Moment. Das hat so Tomb Raider Vibes. Einfach ignorieren. Einfach ignorieren.
Jetzt sprechen wir mal mit. Meine Meinung will ja keiner hören. Ich habe was anderes gehört. Und der Zorn der Götter war. Hey, du! Die Brüder des Ringes haben mich zu dir geschickt. Gut. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich werde dich zusammen mit den anderen Wassermagiern durch das Portal schicken. Du wirst der Spur des ehemaligen Erzbarons Raven folgen und herausfinden, wozu er die Bürger von Corinnes gefangen genommen hat. Wir hier werden weiterhin versuchen, der Bedrohung durch die Banditen Herr zu werden. Bring dieses Schreiben zu Saturas. Von jetzt an wirst du deine Aufgaben von ihm erhalten. Möge Adanos dich leiten. Okay. Kannst du mich heilen? Wir sind noch echt weit weg vom Level ab. Oh Mann, ey. Wir sind erst Stufe 17. Das fühlt sich gar nicht so hoch an. Andere Richtung. Vielleicht kriegen wir jetzt auch eine Rune, um uns dahin zu porten. Irgendwann musste es hier so kommen. Adanos aber sah, dass nun Ordnung und Chaos genau so, wie du sagst. Dir erzähle ich gar nichts mehr. Verschwinde, du Streff. Wirklich? Das ist ja interessant. Ich will eigentlich nicht, aber ich kann dem Typ auch einfach Geld geben. Bist du gekommen, um zu... Das ist ja schrecklich. Wie viel war... 500 Goldstück. Das ist ja interessant. Na, hier, bitte. Na schön. Gut. Das ist ja interessant. Wer sagt Zeig mir deine... Was? Such dir was auf. Ich habe was anderes gehört. Alter, was für Waffen verkaufen die? Er redet einfach zu viel. Wirklich? Das ist ja interessant. Und es wird noch viel schlimmer. Runenmacht. Und es wird noch viel schlimmer. Rabenschnabel habe ich auch. Das weiß doch inzwischen jeder. Wow. Ich muss weiter. Das Von mir aus. Wow. Das ist ja schrecklich. Zeig mir das. Der erzähle ich gar nichts mehr. Edrics Schwert. Was du nicht sagst. Pfeile. Stärkebonus 10. Kostet 1000. Wirklich? Das ist auch wieder so ein teurer Spaß hier. Was du nicht sagst. Mein Mann sieht das anders. Was du nicht sagst. Das ist ja schrecklich. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Mhm. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ein Stärke 10 Gürtel. Er sollte lieber den Mund halten. Das ist ja schrecklich. Das darfst du keinem 78. Erzählen. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Da bist du ja wieder. Harad hat endlich den verdammten Auftrag für die Paladine erledigt. Das heißt... Ich habe jetzt neue Waffen im Angebot. Hast du Interesse? Irgendwer muss die Arbeit. Zeig mir deine Ware. Wer sagt denn sowas? Sie verkaufen vor allen Dingen Zweihandwaffen. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Rubinklinge, das ist die ich herstellen kann, wenn ich es lerne. 190. Das ist ja interessant. Teurer Spaß. Ja, interessant. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. So. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ich hab mir das schon. Mein Mann sieht das anders. Das weiß doch inzwischen jeder. Das höre ich zum ersten Mal. Das weiß doch inzwischen jeder. Ja, ja. Er erzählt alles weiter. Ich glaube da nicht dran. Feuerbogen behalten wir mal, weil darum. Das weißt doch inzwischen.
Ich weiß auch gar nicht, wie viel und... Was du nicht sagst. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ring gehört Laris. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Schutz vor Pfeilen, Geschicklichkeitsbonus. Schlimme Zeiten sind das. Schlimme Zeiten sind das. Was du nicht sagst. Wirklich? Das ist ja interessant. So, was verkaufst du? Das ist ja schrecklich. Zeig mir deine Ware. Abgesehen von 12 Millionen Tränken, Schutz vor Magie, Mana-Bonus, Lebensenergie-Bonus, Mana-Bonus. Er erzählt alles weiter. Wir brauchen Schrumpfen. Das habe ich schon immer gesagt. Benötiges Mana 100. Ja, das funktioniert nicht. Er sollte lieber den Mund halten. Das funktioniert leider nicht. Ich habe selbst erlebt. Er arbeitet auch den ganzen Tag. So. Warum soll ich mich denn noch... Damit